Mahlzeit, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Transportfieber. Ja, ich habe ja angekündigt, dass wir in der Folge mal schauen, mit irgendwelchen Gütern was zu machen. Ich habe schon was gefunden gehabt, was wir eventuell machen könnten. Und zwar haben wir hier einen Steinbruch, wo wir einen Steinzug dann übermachen zu der Ziegelei oder Baumaterialfabrik, wie auch immer. Und von hier aus in die jeweilige Städte. So der Plan. Ja, und sowas starten wir auch. Da habe ich jetzt Bock zu. Ich will immer noch so ein Ding bauen. Drehen wir es einmal. Einmal ich will. So lang. Wieder Bahnhöfe gehen aber nicht. Ach doch. Kurs. Einfahren das Land. Zweiter Straßenanschluss brauchen wir nicht. Alles gleich modern. Das ist hier mal ein little bit. So. Ich glaube, so können wir es lösen. Gucken wir mal Landstraße. Mit der Gleise. Ja, da geht ein bisschen hoch. So, ich erkläre euch auch warum. Weil das so soll der anfahrende Zug sein, ne? Ja, dann will ich doch irgendwie raus. Ich hab blöd wegen der Steigung jetzt wieder da. Warte mal, lass uns da eh gleisig.
So, ich schieb halt mal das nicht. Ist das ein Hügel da? Na egal, Mamul. So. Schulterrollen die ganze Strecke nur halbgleisig. Na, so machen wir's. Schöner. Der muss halt Berge fahren. Kann man nichts machen. Obwohl, jetzt fällt mir gerade ein. Ach. Jetzt fällt mir gerade was ein. Und zwar, wenn man hier Probleme kriege, ist ja durch die Ziegelei. Das heißt, ich muss da irgendwo hin und durch. Und hier wäre es blöd, wenn wir oben drüber misten und dann hier, ach, und dann hier unten durch quasi. Weil die IC-Trasse ist noch ein bisschen höher, sieht man ja. Pause. Die Maus ist am dümmsten. Ja, müssen wir jetzt auch mal. Ich hoffe, das reicht. Ja. Sehe es am besten, ich gehe fahr da aus rum. Hier dann so, da unten durch und da hier. Weil eigentlich wollte ich ja da entlang laufen lassen, so schön, aber das wird mal dazu ein Heckmeck. Das will ich ja dann neu bauen.
So. Ah, da muss man ein bisschen einfräsen. Na, vor allem hätten wir da im Süden dann noch irgendwas, was fährt. Nein, ganz im Norden. Norden ist ja im Süden. Pardo. So, die Streckebau-Dinger, das macht man am meisten von im Transport viel. Finde ich immer noch geil. So. Können wir da haben. Das ist die gleich oben. Schade, müssen wir da noch gucken. So, das alles ein bisschen im Schnellverfahren zu machen. Okay, jetzt wird es dann nochmal interessant. Ah, das geht sogar. Ah, herrlich. So, warte mal, gucken wir mal, wo wir den Bahnhof hier machen. Ach, nicht blöd, wenn du auch einen Kopfbahnhof mal kennst, da. Na egal. Soll uns jetzt nicht weiter stören. Also mal überlege, es kommt ein ankommender Zug, wo Stein bringt. Also eigentlich können da die zwei Städte versorgen und die zwei. Vorerst mal. Und dann eventuell die durch ihnen noch. Das heißt, da braucht schon mal. Da kann man schon mal so ein fünfgleisiges Ding machen. Naja, da machen wir nochmal normal. Ein normaler. 240, 5 Gleise, Hochgeschwindigkeit. Kurve brauchen wir nicht. So.
Langstraße. So. Klappt ja wunderbar. So, dann ankommende. Dann will ich. Hier. Ja. So, schauen wir mal. Warte mal, das will ich ein bisschen schöner machen. Da habe ich eine kleine Idee. Da habe ich eine kleine Idee. Weil es sieht ja schon ein bisschen schäbig aus, wenn das links und rechts so runtergeht. Und damit behelfen wir sich am besten. Genau, damit. Kann ich quasi die ganze Trasse machen. Also die ganze Trasse entlang, dann ist sie einfach breiter. So. Sieht jetzt zwar ein bisschen schäbig aus. Aber das wird. So, das verbinden wir mal. Ach, jetzt habe ich den falschen Tunnel genommen. So, setzen wir was Cooles hier jetzt. Und zwar so ein Ding da. Das ist mehr oder weniger parallel. So. Verbinden wir das Stück. Der muss dann hier. Ah, sieht das wieder aus. Dass er keine vernünftige Weiche durch ihn bringt, das ist furchtbar. So, lassen wir es. Ja. So, der fährt hier raus, ne? Hier war. Machen wir so Blocksignalchen.
denn da in der Kurve? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so viel Zugverkehr auf der Strecke. Der kriegt eins und der hereinkommt. So. Sollen wir dann später alles ein bisschen mit Bäumen verzieren? Oh, lieber Gott. Also sehen, als hat man halt eine breitere Trasse. Jetzt sage ich mal hier. Oder bis jetzt auch hier. Gut, hier ist er nicht so tief, hier geht's noch. Aber wenn das mal so eichhoch ist, sieht schon ein bisschen komisch aus. So, da wäre ich aber noch nicht gerade, wenn ich Aufnahmen die ganze Zeit rumwurschtle, das mache ich noch alles. Werde es euch dann nachhinein zeigen. Okay, wir hätten auf jeden Fall den Steinzubringer. Ja. Obwohl, das muss ich dann ein bisschen machen. Naja, das schauen wir wirklich mal. Da kommt schon eine Stunde lang Droge. Ja, also Steinzubringer hätten wir. In der nächsten Folge schauen wir dann, dass wir die Städteanbindung machen. Ich meine, die haben ja jetzt schon so Güterbahnhöfe. Na, außer der. Neuputz, den müssen wir noch einer bauen. Aber wie gesagt, der soll Merzweiler Neuputz beliefern. Und der andere Keil und Rehbach. Von hier aus. Müsste eigentlich funktionieren. So, dann will mal den Rest anschließen. Schauen wir in der nächsten Folge. Also ihr Lieben, haut rein. Ciao.